Kennst du mein Karma-Orakel schon? Es gab schon auf dem Markt, mittlerweile vergriffen, aber heute möchte ich das trotzdem hier auch präsentieren. Und ich frage natürlich die Karten, wie geht es bei dir mit deinem persönlichen Karma? Heute geht es um karmische Gesetze. Karma-Gesetz Nummer 1. Das ist die Karte, die ich zuerst gezogen habe, von 5 insgesamt. Nichts im Leben passiert einfach so. Für alles gibt es einen Grund. Gehe auf den Grund und schau, was dahinten steckt. Versuche die Ursache zu erkennen, warum in deinem Leben karmisch etwas vorläuft, was du nicht willst. Wenn du die Ursache erkannt hast, kannst du natürlich auch sehr schnell denken und sehen, was danach passiert. Also man kann immer ableiten von dem, was geschehen ist, von der Ursache auf die Wirkung. Die nächste Karte steht für Karma-Gesetz Nummer 7. In dem, wie du heute lebst, bestimmst du deine weiteren Leben, und zwar jeden Tag. Denk mal nach. Was hast du noch karmisch zu erledigen? Ich habe für dich noch eine Karte gezogen, und zwar Karma-Gesetz Nummer 9. Du entwickelst dich und lernst permanent etwas Neues. Das ist die Bewegung. Du musst dich immer wieder bewegen und entwickeln. In deinem Leben bleibt dann nichts mehr stecken, sondern dann kannst du richtig zum Fliegen beginnen. Ja, krabbeln kann man immer, aber fliegen gehört gelernt. Dieses Kartendeck hat über 100 Karten insgesamt und ich habe jetzt 99. für dich als nächste Karma-Gesetz. Ja, du wertest, besprichst und überlegst, aber nicht verstehst. Wertung ist nie das, was in dein Leben eigentlich gehört. Besprechen kann man immer wieder, überlegen genauso, aber wichtig ist, dass du verstehen lernen musst. Verstehen, was in deinem Leben passiert. Und die letzte Karte ist die Ergebniskarte, Karma-Gesetz Nummer 25. Karma kann man nicht auflösen, die Karma-Probleme jedoch schon. Durch Analyse natürlich. Wenn du sagst, es ist etwas schief gelaufen, ich möchte aber noch anderes erleben, versuch's einfach mal andersrum. Versuch einfach die Leute loszulassen, versuch vielleicht mal zu verzeihen und genieße deine Zeit, dein Vadim. Und wenn dir das Video gefallen hat, teile es mit deinen Freunden. Dein Vadim Chance, bis zum nächsten Mal.